Laber nicht so ein Zeug. So. Wollstoff, schade. Aber könnte ich noch machen. Das machen wir auch. Aluminium bauen. Na gut. Mehr kann ich erstmal nicht. So, was gibt's denn Neues? Francis sagt, heute ist dein Glückstag. Du bist wahrlich ein Glückspilz. Ich habe eine neue Besorgung für dich. Ganz frisch. Schau sie dir an. Dann gucken wir mal. Was hast du denn? Birne habe ich tatsächlich nicht. Das kann ich auch noch nicht. Den habe ich noch nicht. Rübe. Na komm. Das können wir. Das können wir auch. Könnte ich, aber will ich noch nicht. 4.500 Tacken. Und ich kann nichts davon. Immerhin habe ich das, aber Birne habe ich noch nicht. Okay, gucken wir mal, was wir verkaufen können. Altes signiertes Poster. Dann machen wir das doch. Kaufen. Na komm, man gönnt sich ja sonst nichts. Haben wir noch was zum Quatschen? Es freut mich überaus, eine dynamisch junge Dame so hart arbeiten zu sehen. Es ist ja nicht so, dass Shoran kein Profi war, aber das kennen wir schon. Ja. Mach ich. Geht auf jeden Fall ein Ticken schneller, muss ich feststellen. Naja, schlägt sich alles auf mein Verkaufskonto. Oh oh. Was war das? Okay. So, jetzt erwarte ich ja mal hier andere Fischis, nicht? Im kalten Wasser. Hier, da kommt nicht was Cooles bei raus. Tada, Hummer, jawohl. Nordweiler entdeckt. Na, mal gucken. Was gibt's denn hier Schönes? Tihi, wie belebend. Oh, Stella, vielen Dank, dass du mich hierher gebracht hast. Oh, atme die frische Winterluft ein. Und diese Farben. Meine Güte, ich fühle mich wieder wie ein kleines Mädchen. Oh, lass uns schon gehen. Ich kann es kaum erwarten, mir alles anzusehen. Tihi. Hier, Halsabschneider, wie sieht's aus? Verkaufen? Nee. Kaufen? Herbstausklärung. Nee, das lassen wir mal. Ein ausgezeichneter Händler hat immer das vorrätig, was der Kunde verlangt. Nun denn, meine wohlhabende Kundin, was darf es sein? Nicht das, was ich brauche. Wo bist du denn? Ist das nur ein uralter Aufzugskorb aus Holz?
Was für eine wundervolle Konstruktion. Ich hätte nie gedacht, dass ich jemals einen sehen würde. Weißt du noch? Mit so einem konnte Ansgar vor Haralds Bande flüchten. Ein tückischer und eisiger Korb, der schon vielen jungen Draufgängern zum Verhängnis geworden war. Aber natürlich war es für Ansgar ein leichtes, mit den Saphiren der Gräfin gewandt zu entkommen. Ja, er war ein hervorragender Fassadenkletterer. Oh, sieh mich nur an. Beim Gedanken allein falle ich fast in Ohnmacht. Ich denke, wir sollten einfach die Leiter benutzen. Achte auf die vereisten Stellen. So, weiter geht's ja nicht, ne? Da ist noch was. Na, mal gucken, wie ich da hinkomme. Oh, und diese Statue hier mit den immer weißen Sträuchern. Genau wie ich sie mir immer vorgestellt hatte. Wie verblüffend. Erinnert sie dich nicht an den Schrein, an dem Ansgar Agneta die Saphire angeboten hat? Ich hätte 100 Edelsteine gestohlen und mich 1000 Rohling gestellt, um deine Schönheit nur eine Sekunde lang bewundern zu dürfen. Oh, wie romantisch. Und dann hat sie ihm ihre Liebe gestanden. Und dann haben sie... Nun, du weißt schon, wie es weiterging. In meiner Vorstellung war es allerdings nicht so kalt draußen. Aber Ansgar war auf jeden Fall heißblütig. Und deshalb gibt er auch mir dieses Gefühl. Aha. Aber wir haben da hier noch was vielleicht zu tun, nicht? Aber was? Mir fehlt hier echt so ein Ding. Na gut. Wissen wir schon mal für später Bescheid? Oh, und dieser düstere, windige Fleck. Genau wie das Gerüst, auf dem Ansgar und Harald sich duellierten. Oh, ich sehe die Szene so klar vor mir. Der Klang der Schwerter, das Hundegebell in der Ferne und die Pfeifen der Polizisten. Sogar der Rauch erinnert mich an den Bahnhof darunter. Und dann ein Glitzern im Schatten, ein kleiner, nadelartiger Dolch. Und gerade als Ansgar seinen Gegner gekonnt entwaffnet hat, tritt die verräterische Agneta aus den Schatten und stößt Ansgar den Dolch in den Rücken. Wie hätte Ansgar auch wissen können, dass sie die Halbnichte des grausamen Haralds war? Der blutende Ansgar stolpert zur Kante des Gerüsts. Und als er die Kante erreicht, wirft er einen Blick über die Schulter und stellt fest, dass seine Gegner ihn umzingelt haben. Es gibt keinen Ausweg für ihn und sie wissen, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis sie ihn an Herzog Frederik ausliefern können. Er ist Ansgars Zwillingsbruder, der schon vor langer Zeit auf die schiefe Bahn geraten war und den Familientitel an sich gerissen hatte. Doch Ansgar, elegant bis zum letzten Atemzug, erhebt seine Hand zum Abschiedsgruß, lächelt milde. Und gerade als er vom Dampf der Lokomotive unter ihm eingehüllt wird, plumps. Autsch. Oh, was? Oh, Stella, nein, mir geht es gut, danke. Mir geht es gut, keine Sorge. Es ist nur, ich bin etwas müde. Gehen wir nach Hause, ja? Es ist nur, gehen wir. Ja. Das eine oder andere hier noch erledigt habe, da komme ich echt nicht hoch. Manno, muss ich hier wieder einen Besuch abstatten? Ah, da kommen wir hin. Okay. Jetzt aber. Nein. Na gut. Aber ich krieg dich noch. Uff, warte auf mich. Ich bin müde. Wärst du so nett, einer alten Dame zum Boot zurückzuhelfen? Was jetzt? Ach gut. Aber ich habe da noch gar nicht die Gebäude durchgeguckt. Und das Schaf habe ich auch noch nicht mitgenommen.
So. Nur aber hurtig. Ich wollte etwas mit dir besprechen. Wir hatten viel Spaß auf unserer gemeinsamen Reise, aber ich kann dir nicht weiterhin folgen. Es ist einfach zu anstrengend. Außerdem gehört es sich nicht für eine alte Dame wie mich. Es ist nur... Hat dir schon mal jemand gesagt, wie gluckenhaft du sein kannst? Bitte gib mir etwas Raum, ja? Okay. Die ist ja lustig. Lohneberg entdeckt. Oh Gott, das ist ja niedlich. Ach. So, so. Du darfst dich freuen. Das hier ist der einzige gemeinsame Standort von Raccoon und den Furugawa-Führungen, wo man beim Einkaufen Urlaub macht. Sieh dir auf jeden Fall unsere aktuellen Broschüren und Karten an, um unsere wundervolle Heimat zu erkunden. Naja, gucken kann man ja mal. Baumwollsamen. Na komm. Kohlsamen hab ich, Baumwollsamen. So. Das soll aber gut sein. Warte auf jemanden. Stör mich nicht. Okay. Verschlossen. Tiefer gelegt. Was ist das denn? Ah. Okay. Einmal tauchen bitte. Rinderfondue. Oh cool, ein Rezept. Viel gibt es hier ja nicht zu holen. Da oben ist noch was. Komme ich aber nicht hoch, weil ich die Fähigkeit noch nicht habe. Der will mit mir nicht sprechen. Ja. Hast du noch was? Ich kaufe Zutaten. Vielleicht werde ich später etwas für dich kochen. Dann viel Spaß. Das war ja kurz und schmerzlos. Es ist dir vielleicht schon aufgefallen, als dass Alice... Nun, es scheint ihr Mühe zu bereiten, sich an Bord zu bewegen, oder? Ich glaube nicht, dass sie noch Leitern benutzen kann. Ich weiß nicht, ob sie es ansprechen würde, aber ich glaube, sie steckt dort oben fest. Vielleicht könntest du ihr Haus nach unten aufs Deck bewegen. Das würde ihr sicher helfen. Na, das sollte doch eins meiner leichtesten Übungen sein. Die Arbeit. Problem ist, wie packe ich sie hin? Da wird sie nicht hinpassen. Hey. Hä? Ich habe bewegen gesagt. Wieso? Platzieren? Das irritiert mich jetzt hier gerade. Hier, Kollege. Ich will... Ne? Macht er nicht. Gibt's ja gar nicht. Ah. Haha. Wird auch gelacht. Und das setzen wir weg. Was ist das hier hin? Ah.
Passt. Perfekt. Und jetzt haben wir Alice Haus. Kommt die Gute nach unten. Und mich würde es ja nicht wundern, wenn dieser Schafweg hier sogar noch da daneben passt. Gucken wir mal. Oh, wie gemacht. Guck. Super. Und dann müsste sogar hier ein zweiter noch drüber passen. Na, mal schauen. Na, lassen wir das erstmal. Oh, hallo, du bist's. Hast du Eugene gesehen? Er wird wieder in der Garage sein. Wenn du ihn siehst, kannst du ihn bitten, mir meine alte Volti zu bringen? Es wird etwas kühl hier drin. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich würde mich über ein Like freuen und ja, auch wenn ihr meinen Kanal abonniert, um einfach immer auf dem neuesten Stand zu bleiben, wenn ich wieder ein neues Video hochlade. Also dann, eure Bora.